Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Yes, sir. Heute gibt es wieder ein Tagesvlog von mir. Dankeschön, dass auch das College-Video so geil ankam. Trends, keine Ahnung was. Trends, Mens. Kuss, Digga. Alle schreiben, bestes Video. Ich fand's auch so geil. Ich hab's mir angeguckt. Es ist einfach so richtig entspannt, schön zuzuhören. Checkt gerne das College-Video ab. Checkt auch gerne die anderen Videos ab. Heute nehme ich euch mit durch den Tag. Ich weiß nicht genau, was wir machen. Ich und Eldos gehen jetzt kurz Frühstück holen für die Jungs. Weil alle noch. Alle chillen im Zimmer, keine Ahnung, was los ist. Es ist 11 Uhr. Wir gehen entweder ins Disneyland oder ein bisschen shoppen, machen einen Fußball-Challenge, I don't know. Lasst ihr auf jeden Fall gerne einen Like da, lasst ein Abo da und viel Spaß mit dem Video. Mann. Hast du nicht hinbekommen? Nein, doch, das so schreckst du. Macht man das. So macht man das. Was ist das? Ich hab das Placement aufgenommen. Reiche Mann, immer reich. Wir gehen Frühstück holen. Ey, du hast nur mitgekommen, weil jetzt mal vorne sitzen darf. Erste Mal vorne. Let's say we're filled with slaps, I guess gotta run this shit back. Feel like the way this shit went down. Wir sind schon wieder fürs Team. Ja. Ein Frühstück, wenn niemand aus dem Arsch kommt, bringst du nach Hause und in der Zeit könnt ihr schon mal überlegen, was wir machen. Digga, ich hab gestern wieder 27 Burger gegessen, es reicht irgendwann. Mein armer Bauch, ich werde mit 100 plus zurückkommen. Es steht schon in Stein gemeißelt. Roland Roth, ich hab deine Schuhe abgezogen. Ja, wir hören jetzt Eldos. Ja. Wir hören jetzt Kelechi. Unser Brie, er macht Essen, unser Brie. Ausbeute. Digga, so viel. 6 Leute, 100 Euro war recht. 100 Dollar war recht. Ja. Der Brie konnte aber selber nicht mehr. Alles voll, gesund, cool. Wir sind Delivery Guys. Brie's. Okay, okay, okay. I got the address, I got the address. Was? Es ist jetzt einfach 11.50 Uhr. Hier läuft jetzt Konferenz Stuttgart-Dortmund. Nebenbei haben wir jetzt einen Plan gemacht und gegessen. Plan für heute: Wir gehen jetzt shoppen. Wir drehen ein Video Umstyling mit Melle. Gehen was essen. Dann gehen wir noch zum Rodeo Drive shoppen. Dann gehen wir nach Hause. Yeah. Ich habe einfach letztens Bueno und Kinderschokolade mitgenommen bei 7-Eleven. Und es war einfach abgelaufen. Und Eli Jello hat es gegessen. Eli hat es gegessen und meinte, es schmeckt scheiße. Aber ja, es hat richtig komisch geschmeckt. Ich habe reingebissen. Ich so, hä, was ist das denn? Ich dachte, ich kann nicht abgelaufen sein. Aber ich nachguckt, sie einfach seit einem Jahr abgelaufen. Ich glaube, weil einfach niemand hier Buenos ist. Guck mal, alte Mann an. Alte Mann! Guck mal. Was? Ey, das wird alte Mann. Die müssten jetzt beide bei euch in Läden sein. Hier übrigens unser Kühlschrank auch voller Peterwelt in Amerika. Ja. Cool. Man kocht hier. Und ja. Ich hab das alles selber finanziert. Ja, ja, ja. Guck mal, wie alt der Schwimm ist. Digga, ey, das meinte gerade. Was? Sag mal selber. Just for my dogs. Daniel, mein Bre, Medi Mezzomix und mein Bre Edis. Der meint, hier ist euer Laden. Just food for dogs? Alter Schwede. Würde ich mir nicht gefallen lassen. So, wir sind jetzt in der Fairfax Avenue. Wir gehen jetzt shoppen. Ja, ich wäre eigentlich zu Balenciaga. Ja, Balenciaga. Weil die neue Kollektion von Balenciaga wurde hier in Hollywood auch vorgestellt. Deswegen denke ich mir so, okay, dann muss Balenciaga Story eigentlich krass sein. Reiche Mann? Arme Mann. Nein, gib dein Geld. So, und Melle stylt heute Eli um. Ich glaub, aber ist lustig. Man muss dazu sagen, dass Melina eigentlich so einen guten Geschmack hat. Du musst ernst machen. So ein Mini-Röckchen vielleicht. Was? Mini-Röckchen? Movie Trap. Es ist soweit. Da ist Kill. Ja, wir nehmen. Bitte komm. Was? Tut dir das? Period. So, an die NBA-Fans, hier gibt es coole Retro-Shirts. Mit Nestor, mit so Retro-Trikots und sowas. Boah, man gewinnt nicht. Irgendwann mal klappt es, okay? Hier ist es doch. Noch nichts gefunden, leider. Aber wir sind am Meter machen. Ich wollte eigentlich das Shirt hier holen, von Hellstar. Auch der Rückraum. Rückraum. Der Backprint, übertrieben clean. Aber das ist so schlecht geschnitten. Ich hab's gerade angehabt. Das kostet dazu noch 450 Euro. Deswegen habe ich lange gezögert. Aber ich fand's nicht gut genug. Der Schnitt war wirklich bodenlos. Das ist so ein Ding. Das hätte ich mir online bestellt, weil das geil aussieht. Und dann ist das Fit, der Fit so richtig scheiße und dann bin ich sauer. So ein Ding wäre das. Da sind die Bulli-Brüder von Dings. Da drin ist einer im Loch. Man sieht den nicht mal. Die Bulli-Brüder von Disney's große Pause. Ja. Sag mal zwei Leute von Disney's große Pause. Kennst du nichts? Nein. Kennst du? Nein. Ich hasse dich. Wieso, Bruder, was ist das? Ich wusste das. Ja, wie kann man denn Disney große Pause nicht kennen? Neuer bei kennst mir. Du Disney große Pause? Ja. Sag mal zwei Leute. Dieser fette Blonde. Mike. Und dieser Schwarze mit der Brille. Vince. Ja, Brille? Er hat keine ich Brille. Ich hab diese neueren, modernen. So diese Henry Angelo. Danger und so. Angelo. Thundermans. Thundermans, ja. Und jetzt. Beim Dings haben wir nichts gefunden.
ging ins Einkaufszentrum zu Zara. Ich war auch noch nie im Einkaufszentrum. Danach Rodeo Drive. Rodeo Drive habe ich lange nicht mehr gesehen, da freue ich mich drauf. Es ist wunderschön. Guck mal links oben, da steht wirklich irgendwas mit Squid Game Play hier. Ey, ist schwierig. Ich hab Angst. Sup, Dogs? Man kann sich hier, glaube ich, bewerben für Squid Game, für die Serie, für Staffel 3 oder so. Wir sind hier jetzt bei irgendeinem Markt, aber hier sind, glaube ich, nur alte Männer. Ey, wie schlecht ist dein Übergang, Mann? Du hast dein Problem ist ab hier. Leute, Sydney und ich haben gestern am Basketballcourt einen Dreh mit Edgar Cup gesehen. Da war auch so alt wie ich, 19. Das sah cool aus. Das sah cool aus. Ja. Und so will ich auch machen. Das hat was und so ist man was Besonderes. Ja. Das ist so wie jeder. Mach mal wirklich. Ja, ich werde auch machen. So ist ich, Scheiße. Das war, Alter, war kein richtiger Edgar. Viele alte Männer, alte Frau. Hey, was geht denn? Zuckerschnecke. Ja, wo sind wir? Es sieht voll cool aus hier. Ich dachte, wir wären ein Einkaufszentrum, aber das ist so ein schöner District einfach. Hier ist so ein typisch kitschiges Ami-Dings, wo man sich auf den Schoß setzen kann vom Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmann. Cheesecake Factory. Also die Läden hier, die sagen mir gar nichts, was hier so ist. Hier waren Zara und sonst Cheesecake. Esprit sehe ich da vorne. ASOS habe ich gesehen. Das ist schön hier. Spazieren. Und wir sind ja bis jetzt übertrieben am Reinhasseln, was Videos betrifft. Wir haben bis jetzt, glaube ich, schon, keine Ahnung, Digga, in 6 Tagen oder so haben wir 20 Videos gebracht, locker. Es ist übertrieben anstrengend. Man hat wenig Urlaub, wenig Zeit, so zu chillen mal. Und immer irgendein Video aufnimmt. Das seht ihr an den Vlogs. Ich hoffe, euch gefällt. Lasst gerne Likes auf jeden Fall. Weiterhin Ideen. Lasst uns wissen. Eventuell hapert es daran, dass wir nicht wissen, was wir bringen sollen. Aber wir sind weiterhin gewollt. Ja, aber kurz, wie es bis jetzt ankommt. Gott, wie so ein Märchenland, Digga. Cool. Warum sind Apple Stores immer voll? Warum? Was macht man denn da so lange? So, damit ihr mal so einen Überblick habt, wo wir gerade sind. Falls jemand hier hinkommen will. Ich weiß nicht, wie das heißt. Wir waren so neben Melrose, Fairfax. Und da oben ist Hollywood Boulevard, wo TCL, Chinese Theater steht. Da links, guck mal, wie weit weg ist Santa Monica Pier. Das ist immer eine Stunde oder so. Und wir sind so mittig. LA-Trip bis jetzt 1 bis 10. 10. Dein Bre, Spaß haben, chillen, genießen, Urlaub. Aber was fehlt noch? Ja. Wir auf dem Weg zum Auto und guckt euch das einfach an. Wir gehen jetzt was footen. Wir suchen einen Laden, wo es Buffalo Wings gibt. Coole Buffalo Wings. Wenn nicht, gehen wir erstmal Rodeo Drive, da ein bisschen gucken, shoppen. Da waren wir noch nicht in den 4 Tagen. Wow. Guckt euch mal an. Also so sind dann so normale Gehwege nebenbei. Ne? Guckt euch mal an. Ich will gar nicht wissen, wie viele Drogenreste hier rumliegen und sowas. Und da hat es auch noch Pisse gestunken. Digga, muss mal Leggings anziehen. Er hat so ein Bunda. Eine Kiste. Ja, ey, zieh mal wirklich Leggings an. Mach mal Shirt hoch ein bisschen. Nur ein bisschen, bis Rücken. Ein bisschen. Noch mehr. Er hat so einen African-Mami-Arsch. So richtig Fettsack. Ich bin ja auch, Bruder. Zu welchem Land kommst du? Bist du nur Nigerianer? Ja, und Viertel-Kongo. Was? Kongo. Ist kein Türke? Halb. Also du bist halb Nigeria, halb Türke, Viertel-Kongo. Und Deutsch auch noch ein bisschen, ne? Und Deutsch, wie viel? Ach so, ja. Ja, geil. Wie heißt du nochmal? Ich heiße Eldin. Kelenji. Kelenji. Kelly. Oder was? Kelly, der steht sogar auf seinem Durek, auf seinem Wavecap. Und yeah. Kelly, das haben wir gestern erfunden. Half Niger Boy, Bosnian Boy, so. Das ist halt ein bisschen alles Remix so heute. Wie bei uns ist. Ich glaube, dass Eddos in den Vlogs, weil er immer so eine Scheiße labert, dass Leute denken, dass du wirklich so bist. Das ist so, yeah. Ja. Nur Spaß, Leute. Wir müssen immer lachen. Er ist vor Cam ganz anders als hinter Cam. Stand on my back on Odeo. Still got some boys on the payroll. Jetzt kommt Reiche Mannstraße. Das ist Reiche Mann Street? Die reichste Mannstraße der Welt. Melowitz Bam. Oh, guck mal, wie schön. Oh, guck mal, wie schön. Das ist wirklich mal schön. Was hörst du dir? Haben wir Crocs von Balenciaga. Ja, dann noch von Louis Vuitton. Lass Brille holen von Cartier. Ja, von dann lass von Goyard eine Bag holen. Ja. Dann lass wieder zu Louis Vuitton. Ayo, hey, what do you do for a living? Yeah, like, I'm a professional FIFA player for my team, Fuchs Clan. It's called. Bro, that sounds shit, yo. Yeah, you're broke as hell, bro. Hey, what do you do for a living? For a living? I do some. Yeah, nice, bro. Nice. Es ist, by the way, glaube ich, der schönste Ort in der Ehe. Das gibt's nicht schön. Also, es ist so schön, auch diese Lichter an den Palmen. Was? Ehrlich jetzt. Mädels, wenn ihr gute Fotos wollt, Was? Mach neuen Job jetzt. Ja. Fotograf. Ja. Für OF. Was? Ja. Mädels, falls ihr euch bewerben wollt, auf neuen Kameramann. Für eure Private Shots. Meldet euch hier. Ja, die schlagen sich einfach am Louis Store. Komm, lutsch. Lutsch die? Boah. Sind die Boots von SpongeBob in der einen Folge. Wir sind jetzt bei den Saga. Aber arme Mann, wir beide.
Nico hat sehr, sehr reiche Mann, sehr spendable Mann. Immer reich. Jelly auch nicht. Auch nicht reich. Nicht hier. Nicht hier, ja. Sonst schon. Sonst sehr reich. Jetzt geht langsam so die Sonne, oder die Sonne ist langsam untergegangen. Jetzt ist es noch schöner. Der Prada Store ist auch ein Palast. Viele fragen mich nach meiner Hose. Ich wurde schon jetzt von jedem Mitarbeiter gefühlt gefragt, was für eine Hose ist. Von No Face Studios. Kurt, Eldos und Musti sind gerade im Balenciaga drin. Melle und Eli sind gerade hier drin, Prada. Und ich chill einfach hier und warte, weil es hier so schön ist. Maybe Zeitraffer hier gleich machen. Autos, kommt jetzt. Ja, ich wollte gerade ein Zeitraffer-Video aufnehmen und links, der kratzt sich da einfach im Arsch. Er riecht gerade dran. Ach du Scheiße. Was macht der an meinem Arsch, Digga? Hat sich eingekackt, glaube ich. Da ist Dings. Was Juwelierraub. Da? Was? Ganz schön. Geht so bergauf. Da ist eigentlich der Juwel. Und jetzt guckt hier rechts gleich die Uhren. Weihnachtsstimmung kommt hier aber nicht so rüber, finde ich. Weil das Wetter halt neu da mitspielt. Hier ein Schneemann. Bruder, du wirst schmerzen nach einer Sekunde. Und dann guckt euch das an. Ja, hier so, nur mit Baguettes. Das sind diese fette Cubits, Alter. Was wird mir hier geschickt? Schilder entspannt? Was? Bester Mann. Was? Bester Mann. Was? Bester Mann. Bester Mann. Bester Mann. Bester Mann. Bester Mann. Nein, nein, bester Mann. Immer brav, junger Mann. Sag Baba. Baba, Baba. Tolle Aufnahme. Hey, cool. Eli ist endlich an seinen verdammten Buffalo Wings Laden. Wenn diese Wings mich jetzt nicht abholen, dann raste ich aus. Ich fühle mich so, damals bei How I Met Your Mother, wo du diesen Burger gegessen hast und das nicht rausbekommst. Ich habe in New York random an irgendeiner Ecke die besten Wings meines Lebens gegessen. Ich habe in meinem Leben noch nie so eine Wings gegessen. Der Laden ist direkt am Hollywood Boulevard. Ist riesig, aber ist nicht voll auf jeden Fall. Digga, das Ding ist leer. Wir wollten eigentlich nur Wings essen. Wir sind in so einer komischen Sportbar gelandet. Oh, Marcello hat uns in einen Laden geschleppt. Yeah. Die sind einfach die einzigen in dem Laden. Original die einzigen. Wir sind auch noch alleine. Hier wurde mir gesehen. Mann, hier gucken die Jungs Fußball, besaufen sich und ab und zu greifen die jetzt so einen Chicken Wing, Alter. Da vorne stinkt alles nach Bier. Hör ich mal an, wie unser Tisch aussieht. Aber wir nur kurz chillig Wings testen wollten. So, wir sind wieder zu Hause. Das sieht mal so aus. Zeig mal deine Socken, Elos. Hast du so eine Socke? Zeig mal, hast du nur eine Socke oder was dabei? Ich hab Eisenbahner kassiert. Ja! Toasty, Toasty. Natürlich, er ist dumm. Tag ist over, morgen neuer Tag. Wir gehen wieder auf den College, wir nehmen Fußball-Challenge auf. Ich hoffe, euch hat der Tag gefallen. Wir haben heute ein bisschen mehr gechillt. Die Tage ähneln sich jetzt langsam. Wir machen gefühlt nur noch Videos. Wir haben jetzt schon alles gesehen, gefühlt. Aber kurz und knackig, lasst hier drauf gerne ein Like da. Lasst gerne ein Abo da. Checkt die anderen Videos ab, checkt die anderen Jungs ab. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich lässt. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht raus, ich bin dein Wingman. Check mit Kaserne auf und was willst du nicht drehen? Mit dem Ding kann ich mit deinem Baum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah.